Sie dauert nur knapp 2 Minuten. Eine totale Sonnenfinsternis. Die Mondscheibe schiebt sich vor die Sonne und macht den Tag zur Nacht. Aber wie kommt es zu einer solchen Verfinsterung? Dazu entfernt man sich am besten ein bisschen von der Erde. Da ist zunächst der Mond. Er umkreist unseren Heimatplaneten jeden Monat einmal. Beide, Erde und Mond, umrunden die Sonne. Und dabei kommt es immer wieder dazu, dass sich unser Mond zwischen Sonne und Erde schiebt. Einmal im Monat bei Neumond. Nun kommt ein kosmischer Zufall ins Spiel. Von der Erde aus gesehen erscheinen Sonne und Mond fast gleich groß, trotz des gewaltigen Größenunterschieds. Damit besteht die Chance für eine totale Abdeckung. Dabei fällt der Sonnenschatten des Mondes auf die Erde. Wenn man genau hinschaut, sieht man eigentlich 2 Schatten. Den riesigen Halbschatten und den winzig kleinen Kernschatten. Gerade erreicht er Frankreich. Mit doppelter Schallgeschwindigkeit rast er über die Erde. Nach 3 Stunden, 14.30 Uhr, verlässt der Kernschatten die Erde wieder. Die totale Sonnenfinsternis ist vorbei. Das kannst du ja stehen lassen. Durch das Universum rast. Im Inneren bis zu 15 Millionen Grad heiß. Dort verschmelzen Wasserstoffkerne zu Helium. Atomare Reaktionen. Das Alter 4,6 Milliarden Jahre, berechneten Physiker. Die äußerliche Masse entspricht eher einer Flüssigkeit. Sie besteht aus Photosphäre, Chromosphäre, Sonnenkorona und den Protuberanzen. Die Sonne im Infrarotlicht. Die dunklen Bereiche sind Sonnenflecken, etwas kühler als die Umgebung. Die Flecken sind gewaltige Sturmsysteme. Tiefere Schichten drücken Sonnenmaterie nach oben, angetrieben durch Magnetfelder, die 5000 Mal stärker sind als das der Erde. Gaswolken, die unter dem Einfluss von Magnetfeldern herausgeschleudert werden. Sie sind riesig. Nur zum Vergleich, hier haben wir noch einmal die Erde eingebaut, einmontiert. Da erkennt man, wie groß diese Protuberanzen sind. Man kann sich ja nicht so lassen.
Der Mondschatten beginnt seinen Weg über die Erde an der Ostküste Nordamerikas. Mit über 2000 Kilometern pro Stunde rast er auf England und Europa zu. Der Kernschatten ist etwas über 100 Kilometer breit. Hier verfinstert sich die Sonne total. Raus wird um 12.25 Uhr erreicht und dann überstreicht der Kernschatten Saarbrücken. 2 Minuten und 9 Sekunden dauert hier die Finsternis. In Stuttgart steigert sich die Dauer auf fast 2,5 Minuten. Um 12.37 Uhr trifft der Schatten des Mondes München. Schließlich überstreicht der Kernschatten Österreich. Hier ist die Kernschattenlinie eingeblendet, in der sich die Sonne zu den angegebenen Zeiten total verfinstert war hinweg. Nach seinem Weg über Süddeutschland wandert der Mondschatten über Persien und Indien, bis er schließlich im Golf von Bengalen verschwindet. Beim Essen sitzt man.
Spaß. Ja. Der erste Kontakt der Mondscheibe mit der Sonne, 11.13 Uhr. Noch 81 Minuten bis zum entscheidenden Augenblick. Dann wird der Tag zur Nacht. Und tatsächlich, die Sterne werden sichtbar. Rechts von Sonne und Mond, das ist Merkur. Links Venus und weiter links das Sternbild Löwe. Nach 2 Minuten wird's wieder Tag. Eine Finsternis wie diese wird sich in Deutschland erst im Jahre 2135 wiederholen. Also in 136 Jahren. Nein.
sagen doch Ochsen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Das wäre ja schade. Ja, was denn der Goethe Sportler mehr billig sagt. Sie sehen, das ist unsere Sonnenfinsternis. Und die nächste Sonnenfinsternis, die kommt im Jahre 2001. Aber da müssen Sie schon weit fahren, und zwar nach Afrika.